Just do it! Fängt ja schon mal gut an. Danke, Gini. 3 Monate. Geile, geile Geschichte. Und willkommen zurück zu Pokémon. Was spielen wir hier eigentlich nochmal? War das Soul Silver, ne? Ah, schön. Ja, Soul Silver. Ja, ich weiß, es kam jetzt unregelmäßig in letzter Zeit, aber ihr müsst mich verstehen. Ja, wie neues WoW und alles ist im Eimer. Ja, wir spielen weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss wie immer erstmal gucken. Das ist ein guter Anfang. Sünke tot, Kapada tot, Bratmaxe tot und Einführen tot. Das heißt, wir haben nur noch Gulasch und Paschulke. Ich meine, gut, die kriegen es sowieso. Aber dann können wir auch mal ein bisschen Paschulke leveln. Wenn Gulasch eh schon Level 20 ist, dann das lohnt sich ja dann gar nicht mehr. So. Also, hoffentlich kommen wir bald zum Pokémon Center. Und das sieht hier aus, als würden wir hier noch gegen ein paar Trainer kämpfen, ja? Für die Leute, ja? Die nicht wissen, was wir hier machen. Die können entweder im Chat Ausrufezeichen Pokémon eingeben oder, ja, ich erkläre auch nochmal kurz, wir machen hier die Randomized Challenge, ja, das heißt, das komplette Spiel wurde von mir über ein Programmchen verändert und die Trainer haben random Pokémon also es kann hier alles passieren. Grob zusammengefasst, es kann einfach alles passieren. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ganz am Anfang schon einen Kindwurm, was eher schwachsinnig ist, aber wir haben genauso ein Dratini. Dragonier. Dratini war die Vorentwicklung. Oder die Vorvorentwicklung. Ich bin mir gerade unsicher. Und so ist das halt. So, ich weiß schon nicht mehr, was Farbigel für ein. Ich meine, immer mal Ampelleuchter Farbigel. Farbigel oder Farbigel. Wie auch immer. So, easy going. Mach einen Abgang. Natürlich scheiße, dass wir jetzt im ja. In der letzten Folge, Okay, Mommy, es geht a lasier sexuell. Danke für die Donation! Kann mir mal einer dieses Ezala erklären? Also ich weiß, das hat irgendwas mit dem Drachenlord zu tun. Ich weiß auch, dass man sich aus dieser Drachenlord-Geschichte besser raushält. Aber ich lese das ab und zu mal und ich frage mich jedes Mal, was zum Fick heißt das? So, das ist, naja, okay, wir machen erstmal weiter. Ihr kennt das ja, ne? Einfach in den Chat reinschreiben. So. Ja, nochmal ein Doppelkampf. Aber das sollte jetzt nicht sonderlich da. Oder? Wird das ein Doppelkampf? Jetzt aber. Ezala. Jetzt aber Ezala. Ich kann mir in keiner Welt vorstellen, wie man das ausspricht, dass es sich. Das ist so. Ist egal. Okay, gut zu wissen. Jetzt aber. Dicke Fälle und Zeigemase. Ach, schön. Das ist eigentlich doch schon ein bisschen lustig alles, ne? Naja, gut. Wir spielen jetzt aber weiter. Oh, oh, was ist denn hier los? Gott Jessica und Gott Chloe. Woo! Seit wann sind die denn so... Weiß ich nicht, was waren das für Charaktermodelle? Da sind doch immer so, nur so kleine Ömmels. Jetzt über die Models hier, alles klar. So, wir haben ein Käfer-Pokémon und ein Boden-Pokémon. Oder? Habe ich das noch richtig? Ja, scheiße. Ich muss mal eben meine Liste aufmachen, ja. Ich komme sonst wieder nicht klar, warte mal. Pokémon-Typ-Tabelle. Ohne diese Tabelle bin ich komplett wieder raus. Ich kann mir es einfach nicht merken. Ich fragt mich nicht warum. So, warte mal, hier, die sieht gut aus, die Tabelle. So, also, wir haben jetzt ein Käfer-Pokémon, ja. Gegen Käfer ist Kampf gut, Boden gut und Pflanze gut. Nicht gut ist Feuer und... Nee, das kann ja nicht sein. Gegen Käfer ist Feuer nicht effektiv? Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Und Gestein und Kampf. Nee, jetzt bin ich bei Gestein. Naja, whatever. Wir können einfach mal... Flug ist nicht effektiv. Okay, dann machen wir... Hier, Drachenkäse auf den. Und Boden ist Gift. Oh, okay. Gift ist effektiv auf Boden. Oh, Schlammbad. Gut. Sehr gut. Andersherum. Hm? Oh, ich muss noch da. Hier, Sandama. So. Sandama schützt sich selbst. Willst du mich verarschen? Ach, was? Die Michelle. Vielen Dank fürs Subscriben. Willkommen in der SCD Lünkener, du Spongo. Hm. Setz Drachenpuls ein. Ja, gut. Wow.
Der Arsch. Okay, nochmal Drachenpuls. Und Giftschweif auf Sandama. Ja, ist fehlgeschlagen, ne? Dachtest du nicht. Die ist falsch herum, die Liste passt nicht. Gestein, Feuer und Flug ist gut gegen Käfer. Okay, dann gucke ich mal, ob ich eine andere Liste finde. Dann ist das hier Quatsch. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal hier. Ich versuche gerade hier irgendwie meinen Desktop ein bisschen zu arrangieren, damit ich das hier alles auf einen Blick habe. Ja, ja, es geht sofort weiter. Sekunde. So. So. Okay. Gulasch Level 21. Nice. Okay. Okay. Wie, Santa? Oh, ich lese es falsch herum. Ich guck nochmal. Also, der Verteidiger ist ein Boden-Pokémon. Pflanze-effektiv, Wasser-effektiv, Eis-effektiv. Ja, die liest du einfach falsch rum. Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt stimmt's ja. Das heißt, wir haben gerade keine Pflanze. Ja, und Gift ist nicht effektiv. Scheiße. Eis haben wir nicht, Wasser haben wir gerade nicht. Ja gut, dann ballern wir einfach. LOL, was? Ein Kabutops? Okay, komm, machen wir gerade Draco Meteor auf Sandama. Was ist ein Kabutops? Ist das auch ein Boden-Pokémon? Was passiert, wenn das ein Boden ist mit Käfer? Käfer-Pokémon, da haben wir da. Okay, wäre theoretisch normal, also nicht positiv und der. Ah, jetzt schützt der Penner Penis, Alter, Pommel. Pömmelchen. Da habe ich jetzt. Ah, da habe ich jetzt beide auf. Nein! Was? Nein! Oh Mann, Lecko doch. Oh, pass auf, jetzt. Da kommt mit hier auf Kabutops. Beutel. AP. Na toll. Habe ich jetzt. Nein. Ich habe keine Tränke mehr. Also, ich bin top vorbereitet. Toppy Floppy, Karotti. KP um 10 Punkte. Ja. Oh, das. Ja, ist. Ja, wenigstens hat das Gedudel auf. Ich hoffe jetzt einfach mal, das. Scheiße. Nein, 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 geh tot, geh down. Nein! Okay. Ja, damit war's das, Paschulke. So, den bin ich schon mal los. Scheiße, setz doch Ruheort ein. Ja, fuck, er hat ja Ruheort. Oh Gott, ich bin so raus. Was ist bitte Todeskuss? Das. Naja, wenigstens ist das Vieh so blöd und macht nur Schutzschild, während er an Gift stirbt. Ja, komm, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Einfach. Boah, Alter, ist das ein dummes Drecksvieh. Ja, gut, ich glaube, ich habe das easy gewonnen. Einfach, weil das viel zu blöd ist, mich anzugreifen, während ich schlafe und an Gift stirbt. Das ist schon hart dumm. So, ja, Giftschweig geht zwar daneben, aber. Ja. Ja, auf Wiedersehen. So, das haben wir easy gerockt. Kein Problem, mein Gott. Also. Naja, aber Gulasch ist jetzt komplett overpowered. Mülltreffer. Was? Was ist ein Mülltreffer? Anwender schießt Müll auf den Gegner, vergiftet. Oh, das sieht gut aus. 120. Angriff.
Ja, machen wir da doch Austausch gegen Giftschweif. Mülltreffer, alles klar. Ist auch witzig, dass wir mit dem Geister-Pokémon mehr... Nein, da kommt noch eins. Nein! 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 Mülltreffer! Ich hoffe, es stirbt, das wäre witzig. Ja! Weg mit dir. Wecke mit dir. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir sollten jetzt definitiv ins Pokémon Center gehen. Ich frage mich gerade nur... Oh Gott, Lyra ruft an, Alter. Halt deine Schnauze, Lyra. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Gut, Pokekommen. Karte. Was ist denn das hier für eine übersichtliche Scheißkarte, bitte? Was ist denn das? Aber wir sind kurz vor Teak City scheinbar. Also, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir müssen nur durchs hohe Gras gehen. Easy. Okay, gehen wir noch hier? Nein! Das ist das Pokémon Center. Glück gehabt. Glück gehabt. Sehr schön. Oh Gott, wer ist das? Hey, hat er sich jetzt vorgedrängelt? Ich heiße Bill und wer bist du? Oh, Hannes lautet also dein Name. Hör mal, ich bin Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Aber ganz allein mein Verdienst ist es natürlich auch nicht. Der denkt ja jetzt nur, weil er das Pokémon-Übertragungssystem entwickelt hat. Ja, da war sich jetzt hier vordrängelt oder was? Du kennst doch die Höhenregion, oder? Das wurde jetzt namens Lanette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meinen ursprünglichen Würfen war. Wenn wir auch noch weiter bestes gehen, mal unser gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System tauschen, läuft Poker, sicher auch Zukunft auf viel verbessern, glaube so zurück nach Katja City. So, so blicken lassen, also dann macht's gut. Ja, tschüss, ne? Dukatia City wohnt der Junge. Das habe ich in 10 Minuten schon wieder vergessen, weil das wird mal bestimmt noch irgendwie relevant, weil wir zu dem hin müssen oder so. 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 Weißt du, wo man die Pokeflöte dort herbekommt? Nein, 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 nein. Aber das versuche ich jetzt erstmal alleine. Auch wenn mir das hier keiner zutraut. Ein paar Schulke geht's wieder besser, das ist schön. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, welche Level hatten die alle. Okay, Bratmax ist richtig RIP. Hier, warte mal, der hat noch den EP-Teiler, ne? Nee, hä? Wer hatte denn den EP-Teiler? Sönke? Hatte gar keiner den EP-Teiler? Was ist denn das für eine Verschwendung? Was war Hä, warum hab ich keinen EP... Ich bin ein sehr schlechter Pokémon-Trainer. So. Einführen sollte eigentlich auch mal weitergelevelt werden. Egal. So. Sehr schön. Und... ja, wir sind ja scheinbar gerade in Asien angekommen. Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater. Nö. Kannst du so, sonst wo... So, hier. Bisschen Kohle müssen wir auch noch rausgeben. Hallo, Tenendo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Na, 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 na. Mir geht es gut. Super Trank. Mir geht es gut. Ich kaufe mal 10. Ja, das macht 7000 Dollar. Ich kaufe für den Rest Pokebälle. Hey, ich krieg keinen Premierball dafür? Das ist ja gemein. Ich möchte was verkaufen. Haben wir noch irgendwas Dummes, was wir nicht mehr brauchen? Warte, wir haben auch noch einen Blattstein. Nee, ich glaube, das können wir alles mal behalten noch. So. Ihr müsst ja bald eigentlich auch die nächste Arena kommen, ne? Ich hole mir Müsli. Ja, macht das mal, Ripper. Das ist schön. Müsli ist gut für den Körper. Tanztheater von Teak City. Mhm. Ich guck mich jetzt hier erstmal um. So, was bist du für ein Heino? Oh, du suchst mit deinem Pokémon-Team nach großen Abenteuern? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört noch immer eine Schatzsuche. Habe ich nicht recht? Ich krieg bestimmt was, wenn ich ja sage. Aha, du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Hier, nimm das mit. Ah, Itemradar. Oh, wer braucht denn sowas? Überall um dich herum gibt es Items, die du nicht bloß umsehen kannst, wenn du die Finger auf deinem Itemradar behältst und hörst, dass das wegen langer Schlauter wird. Warte, das könnten wir mal ausprobieren.
Ja, Teak City verstecken. Nein, ich möchte... Warum drücke ich immer A? Nee, nicht. Tschüss, hör auf. Gut. Warte mal, jetzt machen wir mal eben Item hier, Beute. Wo waren nochmal die... Hier waren die Special Items, ne? So, hier, Itemradar registrieren. Ach, scheiße. Okay, die Angel will ich nicht mehr. Aufheben. Ich möchte mal nämlich ausprobieren, was passiert, wenn wir jetzt... Wenn ich jetzt einfach meine Maus da drüber... Okay, ja. Also ich dachte, ich lege einfach meinen Mauszeiger da drauf und dann kann ich für immer und ewig... Was ist denn hier? Gestern ist heute. Ah. Ist ja geil. Ja gut, ich meine, das Radar können wir eigentlich offen lassen. Das ist ja wurscht. Da ist hier irgendwo eine Arena. Wir sollten aber gegebenenfalls erstmal ein bisschen trainieren, oder? Oh, hier Wasser. Was haben wir hier? Kontrollposten. Kein Zugriff für Unbefugte. Dann gehen wir da mal lieber nicht rein, ne? Ja, bevor der Turm den hier schon... Hier in die Reste des Turms. Oh, da möchte ich jetzt rein. Da soll ja ein Schatz versteckt sein. Warte mal, sind da die legendären Pokémon unten? What? Da war doch... Wie heißen die? Entei und... Okay, keine Ahnung. Mein Name ist Eusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um einen Pokémon namens Suicune zu finden. Wirf mal einen Blick in die Untergestalt durch das Loch da drüben. Meine Augen trügen dich nicht. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, ihnen herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reishaus nehmen. Ach, Reis... Ein Hippo-Terrus. Was ist denn das, Alter? Ja, was mache ich jetzt mit dem? Soll ich das Vieh fangen? Ich mache jetzt einfach mal Himmelsfeger. Das war ein Fehler, ne? Himmelsfeger ist stark. Scheiße. Egal. So, jetzt... Du kennst wohl keine Gen 4 Pokémon. Nein, wie gesagt, habe ich noch nie gespielt, Gen 4. Ich habe Gen 2 und Gen 4, glaube ich, nie gespielt. Naja, ist egal. Gut, naja, wenigstens bringt das ein bisschen was hier. So, was willst du, Junge? Jens, ich bin Jens. Meines Zeichens Leiter der Arena von Teak City. Mein alter Kumpel Eusin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Und da es sich eben so anbietet, durchkämme ich nun mit diesem Turm. mit ihm diesem Turm. In Teak City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um die Legenden Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arenaleiter von Teak City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Schön. Oh, lol, ist das Gerd? Nein! Was denn? Du schon wieder? Du planst sicher, das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um nicht damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschmecken, hör mir gut zu. Die legendären Pokémon gehören ganz allein mir, denn ich habe geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Sag dich nur nach Herzenlust mit den Schergen und Team Rocket herum. Hör viel besser zu dir. Ich hasse Gerd, ne? Gerd ist so ein richtig mieser... Ranz-Typ. So, ich wette, der hat schon Garados, oder? Nee, der hat ein Hippo. Gloppo. Oh Gott, der ist Level 20. Ja, komm, ballern. Ballern. Ich trinke mal währenddessen einen Schluck, während wir Gerd fertig machen.
Ballern! So, ich hoffe, das war's jetzt mit dir. Das ist Hippopopo. Sehr schön. Da können wir nochmal schön EP farmen, weil Gerd einfach nichts kann. Gerd ist unfähig! Fertig! Der Sandsturm tobt.